Das ist, boah, das ist ja salzig. Ja, hallo meine Käsekuchenbäcker und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo mit einem Produkt, was ich von Rebecca zugeschickt bekommen habe. Ich habe ja ganz viele Produkte von Rebecca zugeschickt bekommen und die, die neu sind, die teste ich hier für euch. Und zwar fand ich die einmal sehr interessant zum Testen. Das ist eine weiße Schokolade, Karamell, Seesalz, Cheesecake-Geschmack. Aha. Also richtig krass, es könnte richtig geil werden. Auch sie soll noch salzig schmecken, steht da drauf salzig, ja, steht mal wieder nicht auf Deutsch drauf. Käsekuchen, immer richtig geil, dennoch Käsekuchen Karamell. Das heißt, sie wird wahrscheinlich auch so ein leichtes Zitronenaroma haben. Ich bin gespannt. So Leute, ich habe mir jetzt hier ein Stück rausgebrochen. Ich habe hier so einen schwarzen Pullover an, da kann man es besser vorsehen. Man sieht hier schon mal so ein paar kleine Stückchen. Es ist eine sehr dicke weiße Schokolade. Das Ganze riecht mega geil. Mega geil! Nach weißer Schokolade. Ich liebe weiße Schokolade einfach nur. Wir werden probieren, beziehungsweise ich sag immer wir. Ich sag immer wir probieren. Ich probiere. Boah. Richtig schön knusprig. Das soll, glaube ich, so den Kuchen darstellen. Oh, aber richtig geil. Lecker! Richtig dicke, zart schmelzende weiße Schokolade. Oh, das schmeckt nach Käsekuchen. Oh Gott. Oh Mann. Ja, gut. Es schmeckt nicht nach Karamell. Also Karamell schmecke ich hier gar nicht raus. Das ist, boah, das ist ja salzig. Das ist echt salzig. Und es ist noch nicht mal leicht salzig. Man schmeckt hier wirklich gut das Salz. Das ist ja krass. Ich weiß gar nicht, ob man Käsekuchen, ob da Salz reinkommt. Ich weiß jetzt nicht, warum Cheesecake und Salz? Also man schmeckt hier, das schmeckt echt wie eine Käsekuchenschokolade. Oh, die ist ja mal mega geil. Rebecca hat mir schon viele Schokoladen zugeschickt aus Holland. Aber das ist ja mal wohl die beste. 10 Punkte. Boah, das Salz. Man schmeckt im Abgang richtig das Salz. Ich will jetzt nicht sagen, dass es mich stört. Aber bei einer Käsekuchenschokolade muss jetzt kein Salz rein. Egal. Aber es schmeckt trotzdem geil. Richtig gut, Rebecca. Vielen Dank fürs Zuschicken. Immer wieder gerne. Und ich weiß nicht, welcher Tag heute ist, wann ich das Video hochlade. Schönes Wochenende euch, schönen Montag, schönen Dienstag, wie auch immer.